Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei der Forscherliga. Wir schauen in den heroischen Bereich jetzt, denn wir haben schon Runde 3 jetzt hier, die verfallene Stadt. Und wir schauen uns als erstes Lord Schlengels Speer an. Und ich habe euch dafür ein kleines Deck zusammengestellt. Ihr seht jetzt hier auf der linken Seite, es nennt sich Ruhigbrauner. Es ist ein totales Silence-Deck. Da ihr vielleicht die heroische Fähigkeit von Lord Schlengels Speer kennt. Und zwar spawnt er ja immer eine Naga. Und die werden von Runde zu Runde um 1-1 stärker. Das heißt, das ist eine Fähigkeit, die können wir ihnen durch Silencen entsprechend wegnehmen. Und das ist eine Fähigkeit, die wollen wir einfach hier nehmen. Das heißt, wir bauen zum einen, zum Beispiel hier durch unsere Lichter Naru, bauen wir eine gewisse Stärke auf gegen ihn. Aber gleichzeitig wollen wir so gut wie alle von ihm silencen. Das heißt, uns hilft ein Mass-Dispel und alles andere recht gut, um hier gegen anzukommen. So, er spawnt hier schon mal ein 2-2 und ein 1-1er. Und in der Runde werde ich jetzt erstmal, also den kriegt er ja hoffentlich nicht weg. Hier jetzt gleich, schauen wir mal nach. Und ja, über inneres Feuer kann ich den stärken, allerdings wird er ihn dann angreifen. Und so wie es aussieht, scheint er wohl lieber in unser Gesicht zu gehen. Okay, da liegen 5 Schaden auf dem Feld und hier bekomme ich auch einen Tank. Das heißt, 5 Schaden, die kann er uns nicht wegnehmen sofort. Wir haben hier einen 2-8er, da kommt er nicht dagegen an. Das heißt, wenn er die reinrennen lässt, werden alle 3 gecleared. Und normalerweise macht der Rechner das einfach auch, wenn er nicht irgendeinen Silence hat. Aber das ist, glaube ich, in dem Deck nicht drin. Okay. Gut, dann schauen wir mal rein. Erster weg, zweiter weg, dritter weg. Mein Zug. Und der wird natürlich den heilen. Ist jetzt blöd, weil damit kann ich das unten Lichter Naru immer noch nicht nehmen. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, ihn einfach mal hochheilen um die 2. Dann ist er wieder 2-8er, dann inneres Feuer drauf, damit es ein 8-8er wird. Und ja, er soll den 3-3er einfach auf mich reinschicken. Den brauche ich ihm nicht von Hand wegnehmen. So, das heißt, wir haben jetzt einfach ein bisschen Ruhe vor ihm. Okay, der 3-6er, der gefällt mir überhaupt nicht. Da, den möchte ich eigentlich nicht drauf haben. Da bekommen wir einen göttlicher Wille. Das ist auch sehr, sehr schön. Damit können wir... Also was ich einfach probiere, ist hier einen sehr, sehr starken Tank aufzubauen, gegen den er keine Chance hat. So, und das... ja. Nee, ich gehe mal ins Gesicht. Er wird mich eher angreifen. Die 7... kann der gut aushalten. Das sollte kein Problem sein. So, und da spawnt er auch schon den 5-5-Nager und nimmt sich auch einen Spotter mit rein. Ein 5-7er. Unten haben wir ein schönes Schattenwort Tod. Deswegen würde ich einfach sagen, zum einen nehmen wir den jetzt, werden wir den weiter ein bisschen aufbauen. Jetzt können... Ja, wenn ich die reinspiele, kriege ich auch noch jedes Mal schöne Karte. So, da ziehen wir auch noch perfekter. Damit können wir ihn auch noch mal schön buffen. Haben jetzt schon 10-21er da liegen. Das heißt, die kriegt ihr einfach auch nicht weg. Und schauen mal, was er entsprechend macht jetzt hier. Er geht. Spawnt sich ein 6-6er. Nimmt hier noch mal einen Tank mit rein. Wen friert er ein? Ja, der scheint ihm nicht zu gefallen. Geht mit beiden schön drauf. Und unser Brunnen heilt natürlich weiter sehr, sehr schön. So. Da haben wir ein Schattenwort Schmerz. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir können den 6-6er wegnehmen. Oder wir können... die Lichtwächterin durch eine Heilung noch. Aber ich denke, das Schattenwort Schmerz hier drauf. Schattenwort Tod hier drauf. Hier einmal heilen, um unsere Lichtwächterin noch ein bisschen zu buffen. Da hinten setzen wir nochmal einen Brunnen hin. Er kann eh nichts Großartiges machen. So, und alles geht schön ins Gesicht. Und langsam, wenn er weiterhin so große Karten...
spawnt, dann müssen wir schauen. Okay, das ist natürlich ein extrem ekliger, weil er macht halt jedes Mal. Oh, kacke! Er macht halt jedes Mal seine Fähigkeit. Das heißt, der 4-4er könnte uns sehr gefährlich werden. Gegen den 7-7er haben wir einen Großwildjäger bekommen. Beziehungsweise da kommt auch noch unser Silencer. Aber ich würde sagen, ja, wir nehmen ihn mit dem Großwildjäger weg. Einmal hier. Dann mit dem 4-4er, was machen wir? Setzen wir da einen drauf an. Ja, wir silence ihn hier drüber über den 4-3er. So, damit rennt er uns mit 6 Schaden rein. Das heißt, er überlebt eigentlich noch. Und ich mache nochmal eine schöne große Heilung auf alle. Damit ich zum einen halt eben Karten ziehen kann. So, die legen wir uns auch gleich rein. Und ich gehe eigentlich mit allem ins Gesicht. Er hat nur noch 18 Leben. Das heißt, es sieht eigentlich nicht schön für ihn aus. So, er spawnt sich nochmal so ein 4-4er. Und 5-2er. Und jetzt rechnen wir mal aus. Wir haben 10 plus 1 sind 11, 4 sind 15, sind 19. Das heißt, es würde absolut schon reichen. Wir können das machen. Ja. Wir können es aber auch noch testen, mal was danach kommt. Ihr seht, wir kriegen Unmengen an Karten. Ich spiele das Schattenwort tot hier auf den 8-8er. Damit kriegen wir den weg. So, den hier können wir noch da rein spielen. Und, kacke, ich glaube jetzt... Ach, Mist verrechnet. Okay, ich räume nochmal einmal auf. Buff mir das Ganze hoch. Es sollte ja nichts Großartiges passieren mehr. Da kommt auch noch ein göttlicher Wille. Das heißt, wir können verdoppeln. Hiermit können wir den offenen 26-26er und damit haue ich ihn halt eben runter. Also ihr seht, sehr, sehr schönes Deck. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir können auch... Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Soll ich euch nun zum letzten Teil führen? Das freut mich doch. Es hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Einfach irgendeine Karte so hochbuffen, dass er keine großartige Chance macht. Dafür habt ihr die Tanks drin. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr das Deck nochmal haben wollt, ihr findet es auch unten in der Beschreibung. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Und natürlich vergesst euer Like nicht. Bis dann. Ciao, ciao.